Du hast gerade gesagt, seit 12 Jahren bist du in Deutschland. Wie bist du hier hingekommen? Warum? Oder woher stammst du ursprünglich? Fragen wir mal so und fangen wir vorne an. Ja, ich bin in Kaukasien, in Ossetien geboren. Und ich war 3 Jahre in Ukraine auch, Nationalmannschaft. Damals war Shotokan, Richtung, Stilrichtung. Und ich habe immer als kleines Junge geträumt, in ein starkes Land zu leben, in Nationalmannschaft reinzukommen und kämpfen, Leistung reinbringen. Und als Kind, wenn ich das so erzählt habe, okay, träumt weiter, haben alle erzählt. Und ist zum Glück, Gott sei Dank, ist alles fast so gekommen. Und dann habe ich mir klar verstanden, wenn man Wille hat, kann man alles schaffen. Man muss die Chance nur realistisch haben. Mhm. Und wissen, was ich kann, am besten, wie ist die Möglichkeit. Und das heißt, du bist wegen dem Karate nach Deutschland gekommen? Genau, richtig. Viele Freunde haben gesagt, wie kannst du nach Deutschland, du hast ja keine Freunde da. Mit finanziellen Kosten war ich nicht bereit. Mindestens Sprache konnte ich auch nicht. Aber ich habe mir gesagt, immer, was ich kann, da braucht man keine Sprache, da braucht man keine Finanzierung. Da muss man einfach zeigen. Ich wusste immer, Deutschland kann das akzeptieren. Und dann hatte ich auch sehr großes Glück mit meinem Trainer, Friedhelm Meissen, wo er auch 120% hinter mir gestanden hat und für mich gekämpft hat, dass ich hier bleiben kann. Und das dank ihm, dass ich jetzt heute in Deutschland wohl lebe. Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? 17. Und du bist ganz alleine gekommen oder hattest du ganz alleine? Keine Freunde, keine Bekannte. Einfach nur hatte ich lieber Gott.